Schon los. Gut. Let's go! Ja, auf! Ist der weg? Genau. Okay, zwischen wieder wenigstens 20 Frames. Hier war nicht 30 Frames da oben und jetzt bin ich eingesetzt, weil das wieder offen ist. Da unten über deine Frames zu gehen. Frames, Frames, Frames! Auf geht's, rennen! Oh, warte mal. Warte! Alter, bist du ein Lager. Jetzt ist dein Dach, das ist weg. Geh doch mal aus! Komm hier runter, wir müssen hier runter. Ja, wenn das Ding fertig ist. Oh nein, ich will hier nicht runter! Bitte die Startkammer vollständig räumen. Komm. Kannst du jetzt runterkommen? Nein! Jetzt müsste es gehen, jetzt muss es gehen. Jetzt geht es. Wow! Oh nein. Ja, ist kleiner! Wir stehen die ganze Zeit im Flammenstrahl und merken es nicht mal. Oh, sind wir dumm. Ne, wir konnten ja nicht wissen, dass es da genau, dass da genau weitergeht mit dem Ding, ey. Ja, so eine Scheiße, Alter. Okay. Jetzt hab ich wieder nur 10. Kaum über dein Framerate zu finden. Ja, nee, aber das merken auch die Zuschauer. Mann, ey. Dann können wir irgendwann mal die Aufnahme schaffen sollen, also bis zum Ende durch. Dann müssen wir das dann reinschreiben. Warte. Wir können, go. Da runter. Wo ist denn aufzurufen? Holy shit, Motherfucker! Der ist da. Das endlich mal. Aber er ist schon da, Junge! Geh mal rein! Ich hab den schönen Ritchie aufgehalten. Ja, aber. Alter, dieser Aufnahme hat richtig viele Cuts drin. Da. Das müssen wir aufpassen, wenn ich so lang. Danach? Okay. Achtung! Ich muss natürlich genau reinlaufen. Kann ich doch nichts wissen. Alter, ich sag nur eins. Frauen und Technik. Nee, ich weiß. Ganz ehrlich, wenn diese Bitch sich nicht so dumm angestellt hätte. Nein, die jetzt sehen mich jetzt gleich als Bitch, die kann doch nichts dafür. Nein. Also wie scheiße sind. Go. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Was? Warum? Bitte die Startkammer vollständig räumen. Das ist ja wahrscheinlich, weil ich unten bin schon. Beginne mit Systemcheck. Na, kommst du jetzt? Ja. Oh, jetzt können wir wieder rein. Das Mann ist laut. Du kannst jetzt, wir können jetzt direkt rein. Das musst du nicht mir sagen. Warte kurz. Oh Gott, schnell. Der ging es nicht.
Schnell, was war denn das jetzt bitte für ein Ding, Alter? Du hast es überlebt? Ja, ich habe es überlebt. Scheiß Hacker. Nein, ich bin einfach nur nach vorne gelaufen eigentlich. Lol. Schnell, ist das Feuer bitte jetzt am Ende? Ich weiß nicht, was ich weiß. Also, vor allem, weil es so kurz ist. Ja, willst du mich verarschen? Ruf den einfach wieder hoch, ruf den einfach wieder hoch. Ja, du darfst es bitte nicht mehr jetzt hochladen. Nö, ich komm einfach wieder mit hoch. Okay, dann werden wir aber was vor uns haben. Ach, okay, da haben wir die Menge jetzt nicht, aber wir müssen halt uns ein bisschen die Aufnahmen machen. Wenn wir das jetzt machen, dann lang. Durch, Alter. So, ich lauf wieder runter. Startprotokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Ich glaube, ich sollte vielleicht irgendwann mal die Grafikeinstellung ein bisschen runterstellen. Beginne mit Systemcheck. Bist du da? Ja, doch, ein bisschen schon. Also bei mir schon. Ich habe das auf der höchsten. Warte, oh, genau. Oh, warte mal, ich komme gleich schon. Ja, das ist schon. Ich rufe den Aufzug und rufe jetzt die auf. Warte kurz. Moment. Ah ja. So. Jeder ist fertig. Hallo, wir haben den Aufzug nicht gerufen. Du hast den Aufzug. Oh shit, oh shit. Wobei. Tschüss, Motherfucker. Ja, ich sterbe. Ja, Alter. Ja, genau, geht trotzdem sterben. Warte nicht, aber geht trotzdem sterben. So, warte mal. Dieser Strahl ist irgendwie extrem schnell. Wir wissen beide nicht warum. Oh, es ist Was? So, schnell hier rein. Nimm, komm gleich schnell zum Aufzug. Komm schnell zum Aufzug. Ja, du bist das. Boah, der Schiff in den Arsch gerade übelst gerettet. Rein. Komm jetzt irgendwie rein. Das Tor klemmt. Wenn der Shuttle startet, bevor es sich öffnet. Verdammt! Okay, ich sehe mir den Antrieb an. Wir müssen nach oben. Alter, mit dieser Bildschirmtür ist noch ein bisschen offen. Sag, aktivierst du mal diese Scheiße da. Ja, mach mal. Ah. Du kannst das Ding. Müssen wir jetzt hin? Geradeaus. Aber wir müssen hier wieder runter. Du kommst nicht hier mit. Da runter. Warte. Ich hab gesagt, warte. Der Junge steckt mich da nur mehr im Brand. Ich drück meine Kuh. Ah, ich bin da. Okay, hoch. Ja, ist klar! Warte, ich muss Feuer legen. Feuer! Heiliger. Feuer? Okay. Was jetzt? Hier, der Pass los. Flugsysteme bereit. Systemcheck abgeschlossen. Mann, ey. Nur wegen dieser. Alter, ja. Nur wegen dieser blöden Handy. Geh rein. Ey, das war meine Geliebte. Zumindest das Isaac. Egal. Dieser wird sterben wie hier. Ah, muss ich jetzt jeden immer als bitte beleidigen? So jeden? Das ist das erste Mal, dass ich beleidige. Was wollt ihr hier? Nee, da steckt was im Antrieb fest.
nach militärischer Munition aus. Ich versuche es rauszuholen. Sprengstoff? Oh Gott, sei bloß vorsichtig, Isaac. Hey, geil. Komm her! Isaac, das Shuttle wird jede Minute starten! Was ist mit dem Tor? Nur, Alter! Ich versuche, ihn so schnell wie möglich frei zu bekommen! Was ist das hier? Du kannst fliegen. Wo bin ich? Hey, geschafft. Top. Er hat's geschafft. Gut gemacht. Gott sei Dank, Isaac. Okay, dann bereiten wir die Docking-Bucht mal auf das Shuttle vor. Isaac, wir sehen uns, wenn du zurück bist. Ich flieg gerade da hinten hin. Ich sehe es, aber die Minen, die machen mir gerade Probleme. Ich habe keine Lust, hier von irgendwelchen Minen aus dem Maul zu kriegen. Aber wenn wir da sind, dann... Okay, dann können wir erstmal... Sucherbot wartet an der Bank. Ja, meine auf. Aber wenn wir da sind, dann machen wir mal eine Aufnahmepause. Eine richtige diesmal. Ja. Wie Aufnahmepause? Nein. Läuft. Vorsicht, Mine. Die Minen suchen. Die suchen die ja, sogar. Ja, ich weiß, das sind zielsuchende Minen. Ich habe dir gerade den Arsch gerettet. Hinter dir war eine. Und da war noch eine. Die ist ja explodiert. Ja, weil ich die angeschossen habe. Von hier hinten hat man eine super Aussicht, das ist der Wahnsinn. Personal Docking Bay. Hui! Das ist cool, das ist richtig cool. Und? Wie sieht das Shuttle aus? Dieses Ding braucht mehr als nur Hüllenteile. Der Backbordantrieb fehlt. In der Nähe der Greeley ist ein kleines Wrack. Könnte ein Shuttle sein. Das sollten wir uns mal ansehen. Rosen, Locke, machen Sie sich fertig. Oh, what the? Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Bein schmerzt. Ich finde Sie ja nicht kurz vorzuführen. Und jetzt Bewegung. Ah, oh, Gott sei Dank. Okay. Rosen, wir treffen uns doch. Wenn Sie sagen... Endlich. Okay, und das war's dann auch erstmal mit dieser Folge. Ziemlich cool, ziemlich fantastisch. Und Ellie sollte echt mal Computersprache lernen, weil wenn nochmal sowas passiert, dann sind wir echt Kleinholz. Und gut, das war's jetzt mal für uns. Bis bald. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. So. Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Dead Space 3 mit Crime Plays. Hier ist Polish Tadi. Ja, hi. Und wir sind hier, nachdem Ellie diese elende... Naja, wie auch immer, uns hier in den Weltraum gesprengt hat sozusagen, sind wir jetzt hier wieder auf der Terra Nova zurück. Ah, eine Anzugstation, cool. Und er streckt sich die natürlich direkt erstmal wieder. Oh, Alter. Dafür lasse ich dich jetzt nicht mehr dadurch. Es könnte sein, dass ich jetzt ich wechsle den Anzug wieder. Sieht er lustig aus, Leute. Ey, ich will mal sehen, wie du den wechselst. Es leuchtet einfach nur. Oh Gott! Ja, yeah, ich sehe auch wie früher! Cool! Ja, lass mich mal auswählen. Yeah, ich sehe wieder aus wie früher. Warum? Ich glaube, das war der andere Anzug. Der hat irgendwie den anderen Anzug ausgewählt. Darf ich auch jetzt mal? Nein. Ich möchte auch Upgrades machen. So, Lebensupgrade zum Beispiel. Oder ein Panzerungsupgrade. Und noch ein Panzerungsupgrade. Alter, ich kann kurz wieder Upgrades mal kaufen. Noch ein Lebensupgrade. Ich will nicht in den Aufzug. Vielleicht noch ein Luftupgrade. Hast du gehört, ich will nicht in den Aufzug. Ja, ich auch nicht. Willst du mir damit willst du mir jetzt damit irgendwas sagen? Warum? Ach so, warum? Hier in dem Schiff ist ein Monster.
Weil ich habe gerade eins gehört. Nein, bitte nicht. So, mein ganzer Anzug hat jetzt mal ein Rundum-Upgrade bekommen. Alter, wie viele Leben du jetzt hast? Ja, Alter, ich habe fast alle Lebens-Upgrades dazu bekommen. Anzug wechseln, kann ich den Anzug wechseln? Nee, ich habe immer noch nur einen Anzug. Ich habe zwei Anzüge, ich kann sogar den IW, ich kann den IWR-Anzug tragen. Rick, warte mal, war. Trefferpunkte sind noch die Leben, oder? Trefferpunkte sind die Leben. Das weißt du nicht, schäm dich! Das ist die Frage, was passiert, wenn ich jetzt das zweite. Okay, zumindest mal. In jedem Spiel sind die Trefferpunkte Leben und du weißt es nicht? Schäm dich! Entschuldigung. Nein. Luft braucht. Luft braucht. Braucht man Luft? Das ist deine Entscheidung. Ich habe ein Luft-Upgrade gemacht, weil ich noch was. Wow, läuft. Ja, habe ich auch jetzt mal gemacht. Also mir fehlt noch, warte mal, wie viel Wolfram fehlt mir? 100 und mir fehlen nochmal 500 Somat-Geld. Dann kann ich mein letztes Dings aufmachen. Na, warte mal. Okay, es geht nicht. Dann muss ich das. Somatisches Geld? Chinese können. Ach, Chinese kannst du nur die Reichweite erhöhen und den Schaden, wenn du irgendwas aufspießt. So oft benutze ich Chinese im Kampf jetzt nicht, also. Stase, man könnte die Stase noch größer machen. Aber ich habe nicht genügend Geld dafür. Oh, das Nachladen. Um 10 Sekunden verlängert. Zum Wohl. Ich glaube, das werden wir rausschneiden müssen. Warum? Einfach, weil wir hier so lange rumhängen und gar nichts machen. Boah, lass es doch drin, Alter. Du musst jetzt nicht jeden Scheiß direkt rausschneiden. Mann, hab so nur Spaß gemacht. Jetzt geht ja nur mal in den Aufzug. Ich ruf schon mal in den Aufzug. Okay, das kann ich ein andermal machen. Stell mich mal ein bisschen vor die Tür, für den Fall der Fälle ist jetzt ein Monster drauf. Ich weiß gar nicht, ich habe eigentlich ein Stase-Upgrade auf 3 gemacht. Ich jetzt. Oh ja, ich hab's auch gehört, Okay, in Bearbeitung. Er macht nicht, der Fahrstuhl kommt einfach nicht. Was? Ich wechsle mal den Anzug jetzt mal, guck mal. Der Fahrstuhl ist leer. Ich bin gerade den Anzug am Wechseln. Wow. Mal gucken, was passiert. Oh, ich sehe wieder mich vorne aus. Hat sich viel verändert, ja? Ja, ich habe nämlich den gleichen Aufzug, also den gleichen Dings benutzt. Nein, ich will nicht den Aufzug. So, rip up. Fahrstuhl, bitte. Ja, dann viel Spaß noch alleine. Hoppla, es gibt 3 Stockwerke. So. Ich bin jetzt mal ins zweite Stockwerk gefahren, nach Nase. Du bist doch immer hier. Hast du mein Leben auch ein bisschen geupgradet, meine Panzerung auch ein bisschen geupgradet. Hattest du nicht gesagt, du hast ein Monster gehört? Also hier drin war nichts. So. Dieser Aufzug fährt wieder so lang, das gefällt mir nicht. Zweiter Stock habe ich eigentlich genommen. Also, jetzt stell dir mal vor, der Mann in. Hallo. Oh shit. Oh nein, das ist nicht gut. Im Ziel nach sollen wir wieder nach unten. Ja, wir waren aber. What the fuck, du Backsichte. Oh, Moment, hier geht's zu. Hier können wir aber noch weiter. Warte mal kurz, ich geh mal kurz was gerade gucken, bevor du wieder in den Aufzug reinsteigst. Okay, oh, Bella, Entschuldigung. Also, es gibt kein. Man könnte hier noch rein. Aber es ist kein Muss. Cool, wir können ja die Terranova nach außen steuern. Da fällt mir ein, waren wir schon mal. Mal ehrlich. Ja. Wollte gerade sagen, wir waren hier doch schon mal. Ich muss Audio-Nachrichten. Wie hast du das eine Ding gehackt? Wie, was gehackt? Aber hier kommen wir nicht weiter. Die sind ein Dings, um weiterzugehen. Ja, ich komm gerade. Oh, jetzt braucht er wieder so lange. Wie denn? Ist ja in der Zwischenzeit kein anderer mit uns gefahren. Also den ersten Stock wieder runter. Das könnte einen Moment dauern jetzt. Warte mal, ich muss mal zur Bank gehen, Alter. Ich brauche ein bisschen. Ich will mal meine Waffe ummachen. Umändern. Musst du mal eine Bank suchen? Musst du mal mit B eine Bank suchen? Was steht da mit B eine Bank? Hahaha. Ha, ha. Oh Gott. Scheiße, weißt du. Ja, sorry, der Witz war scheiße. Aber waren wir jetzt eigentlich im dritten Stock oder waren wir im ersten Stock? Das war jetzt der zweite Stock gerade. Jetzt sind wir wieder am ersten. Die
Bank sagt mir nach oben, aber das Ziel sagt mir hier lang. Komm, lass mal nach oben gehen. Aber. Lass einfach mal zu 3 gehen. Ich muss mal zu 3 gehen. Aber ich glaube, dass wir in jedem Stockwerk schon waren, deshalb. Wir haben ja jetzt die halbe Terra Nova schon auf den Kopf gestellt, um zu diesem blöden kleinen Schiff zu kommen. Ach, waren wir die ganze Zeit in der Terra Nova? Stimmt ja. Stimmt. Klack. Hä? Was willst du denn? Ich esse gleich noch ein Eis, wenn du so weiter machst. Nein, okay, ich mach das weiter. Dann nehme ich es weiter trotzdem, dann spiel ich weiter ohne dich. Okay, nein. Ich hab nur Spaß gemacht. Mann, ey, schlimmer Stock, wie lange dauert das denn? Scheiße! Aufzug! Schlagen wir hier durch den Ring. Dann. Wie viele Leben hast du jetzt? Doch, den kenne ich, den Pfeifenheinz da hinten. Und den kennst du auch. Ich glaube, warte mal. Ich hoffe, der ist tot. Jetzt müssen wir den Aufzug laufen, Ziel. Ach, dann lass es mit dem Aufzug machen. Ich habe doch gesagt, das Ziel ist im ersten Stockwerk. Aber du hast ja gesagt, komm, lass uns mal im dritten Stockwerk. Ich wollte nur wissen, was es da gibt, ey. Ja, jetzt mehr wollte ich gucken. Ist Amnesia-Monster. Okay, Stargate. Warum guckst du mich an? Ich guck dich halt gerne an. Wollen wir Steinschere Papier spielen? Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, Stein. Papier. Nein. Arsch. Okay, nochmal. Ich bin ein guter Stein. Komm, nochmal. Schnick, schnack, schnuck. Papier. Schere. Wirklich jetzt ohne Spaß. Marsch! Ich hab keine Schere. Sagen wir auf drei. Okay. Schnick, schnack, drei. Papier. Okay, scheiße. Knick, knack, schnuck. Okay, wir sind da, endlich. Ich bin fertig. Was hattest du? Etwas Besseres als du. Obi-Hörnchen, wetten. Ey, ich glaube, du musst hier gar nicht rein. Sollen durch diese Tür raus? Aber die Frau. Ach da. Aber die Tür schon wieder kaputt gemacht? Ja, wieso? Achso. Weil ich jetzt wieder ins Vakuum gehe. Oh, Alter, wie viel Luft ich jetzt habe. Cool. Ach so, da hinten müssen wir hin. Da ist dieses kleine... Ich hab jetzt 413 Sekunden Luft. Ich hab 300 und hat zerquetschte. Skip. Das Skip. Ja, so. Genau. Wir haben ja mal noch das Skip, das kleine. Ah, ja, okay. Musst du so machen. Der andere Co-Partner ist nicht... Boah, wir fahren wieder runter. Ey, da klebt Blut an diesem Ding dran. Das gefällt mir nicht. Jetzt weißt du, jetzt reicht oben und so ein vieles Ding ja, auf. Ja, wetten, jetzt kommt so eine richtige Horrorszene. Sowas, was man ja, genau. Was man nur aus irgendwelchen schlechten Horrorszenen kennt. Oder Spielen, Filmen, was auch immer. Whatever. Aber nein, das ist ja, da war gerade unlogisch. Da ist ein Teil genau uns reingeflogen. Da schon wieder. Ja. Er fliegt eiskalt durch. Ja, so klein ist das Skip jetzt auch wieder nicht. Genau. Yay, angekommen! Jetzt können wir endlich wieder am Vakuum rumfliegen. Ich liebe das. Das ist so cool. Ah! Warte auf Pilot. Hallo, aussteigen! Ach, mit F kann man aussteigen. Ich denke wieder, was du machst, aussteigen. Kapitel 7, Chaos. Na, endlich. Genau. Es gibt, glaube ich, 15 Kapitel gibt's, glaube ich, insgesamt. 19. Okay, nah dran. Ist der das? Naja! Sie wollten einen Antrieb? Hier haben Sie einen. Antrieb! Ist doch scheiße. Genau wie unser Plan. Für wen aber hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Ich habe alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparaturbucht bringen können. Alter, hier sind Monster. Wir sollten die vielleicht mal erstmal... Hier, Monster. Ich hab's abgeknallt. Ach, da unten? Ja, da unten. Ey, ist was mit Chinesen? Willst du es nicht verwenden? Hab ich schon. Nein, das hier meine ich. Das hab ich schon, das da meine ich. Oder, achso, wir müssen das aufmachen. Oh, war glaube ich nicht so geplant. Schaffen Sie alles weitere allein?
Ja, Clark. Ich bin kein Idiot. Und lassen Sie die Einspritzer fest einrasten. Was ist der andere Typ? Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen. Und das Arschloch. Wir suchen jetzt das Schiff, was wir gerade gerettet haben. Nur mal so am Rand erwähnt. Okay, Leute, ich hab den Antrieb. Ist alles bereit? Glaube ich nicht. Naja, nicht ganz. Wir werden wie die Lilliputaner im Zirkus hin und her gestoßen, wenn wir versuchen, ohne Kurs durch die Atmosphäre zu navigieren. Nee, oder? Und wenn wir die Flugschreiber aus diesen verlassenen Schiffen nutzen? Ja, stimmt. Wir könnten eine der Routen rekonstruieren, die sie genutzt haben. Ich suche außerhalb der Roanoke. Halten Sie Ausschau nach kleinen Satelliten mit 4 abstehenden Solarmodulen. Satelliten mit Solarmodulen. Alles klar. Was? Hier ist einfach nur Müll und wir sollen hier irgendwas finden. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Tja. Der ganze Weltraum ist voller Müll. Also nicht der Weltraum selber, aber die Atmosphäre meine ich. Und dann sollen wir hier irgendwas finden, irgendwas Kleines. Das ist ein Witz, oder? Tja, damit muss man leben. Oh, bin ich froh, dass ich ein Sauerstoff-Upgrade gemacht habe. Wenn ich keins gemacht hätte, wäre ich jetzt raus. Also komplett ohne. Ey, willst du einen Sauerstofftank haben? Ich kann dir einen geben, wenn du willst. So, ich hab meine aufgetankt. Boing. Wo ist jetzt hin? Ach, da ist es Skip. Okay. Einpendeln bitte. Jawohl. Nein, flieg nicht ohne mich los. Ich vermisse dich. Kann ich eh nicht. Ich kann nicht ohne dich fliegen, das weißt du doch. Okay. Nein, wusste ich nicht, aber es ist trotzdem gut, dass sie sowas eingebaut haben. Die anderen Kruppspieler sind reisefähig. Ich bin drinne. Wir können loslegen. Jetzt. Oh, ich hab schon wieder nur 10 Frames, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Ich rede gleich schon wieder über seine Frames. Ah. Ja, komm, Alter. Es ist auch für die Zuschauer nicht anstrengend, wenn du scheiß Frames hast, ey. Ich hab auch nur 10 Frames. Also, es nimmt sich nichts, wenn ihr jetzt bei ihm schaut oder bei mir. Ihr seht es einfach nur aus seiner Sicht. Die Framerate ist eigentlich gleich. Da wird sich auch nie was ändern. Ja. Und ich nehme es mit 60 Frames eigentlich auf, aber okay. Sowieso, du hast eigentlich 16 GB Arbeitsspeicher. Ich verstehe nicht ganz, warum es bei dir dann so laggt. Ja, glaube ich, weiß ich auch nicht. So, wir sind fertig. Es wird Zeit, den Sauerstoff mal wieder zu strapazieren. Und jetzt sollen wir mitten in dieses Weltraumschrott irgendwas finden. Das ist ein Witz, oder? Tja. Wir folgen einfach mal dem Ziel. Ich meine, hier ist bestimmt jede Menge Zeug, was man super toll finden kann. Oder irgendwelcher toller Loot, der hier richtig geheim... Vorsicht, Mine! What the fuck? Gern geschehen. Ich das jetzt... Du hast es abgeschossen. Ja, ich hab... Bevor die schneller als du, bevor die ankommt und dich tötet, habe ich dir die... Jetzt? Hab ich die, warte mal, hier oben. Hab einen gefunden. Bocker, ich glaube, ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Gut. In der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Warte mal, mal sehen, was ich finden kann. Okay, der zeigt mir nur diesen Satelliten. Aua! Hast du die Mine gerade abgeschossen? Ja. Okay, danke schön. Ich dachte schon. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen suchen. Weil das zeigt mir ach so, nein, wir müssen einfach nur wieder diese Teile suchen. Ja, ist mir schon klar. Ich weiß auch, wo sie sind. Kannst du mich verarschen? Das sind ganz viele Minen auf der rechten Seite, sei vorsichtig. Und das ist auch der Satellit. Es sind 2 Satelliten da. Ja, ich sehe es. Ich nehme den rechten mir vor, wo die ganzen Minen sind. Freiwillig habe ich das jetzt. Oh shit, da vorne da, sind welche. Da verfolgt dich einer. Ey, das ist nicht leicht. Ich muss mich gerade. Oh nein, jetzt sag nicht, ich habe keine Munition mehr. Das ist ein Witz, oder? Das ist ein echt schlechter Witz. Vorsicht, die Mine. Holy shit! Mine! Noch eine! Die fliegen direkt auf dich zu! Ich sehe sie hinter mir! Oh, warte mal, gib mir mal den Sauerstofftank! Nein! Nicht wegschießen! Nein! Nein! Ich habe gerade den Sauerstoff ins Weltraum gefeuert! Ellie, ich möchte genug Flugschreiber haben, um eine sichere Route zum Planeten zu rekonstruieren! Super! Und jetzt? Flieg einfach mit mir mit! Ich habe meine 3 Teile! Ich habe ein ein, dass ich dann an das Shuttle anschließe. Ich muss nur eine Bank finden. Oh. Das sollte aber kein Problem sein. Oh, okay. Verdammt, wo muss ich hin? Da unten. Scheiße, Alter, diese blöden Minen. Wie eklig sich das anhört. Was denn? Ja, du hast einen Teil gefunden. Nein. Wir haben einfach alle drei Objekte gefunden.
Das ist die Frage, wo müssen wir da hin? Wir müssen wahrscheinlich ins Schiff rein. Ist meine Theorie. Warte mal kurz. Ich drück mal kurz Tab. Ihr Flugschirmer, da. Ich suche einen Weg. Mir geht der Sauerstoff langsam aus. Wir müssen Entschuldigung. Wir müssen zu einer Bank. Ja, okay. Zu einer Werkbank. Dann sagt er wahrscheinlich, die nächstbeste Position ist im Schiff. Aber ich muss jetzt mal einen Sauerstoffkanister hier ausfindig machen. Mir geht die Luft aus. Und ich tue einfach nur das Skip suchen. Ich habe noch knapp 174 Sekunden. Denn es ist Skip. Ich habe 221. Fuck. Wo bist du? Ach, das ist der Eingang. Frag mal einfach. Das ist der Eingang. Welcher Eingang? Hast du einen Eingang gefunden? Ich weiß es nicht. Ich suche noch ein bisschen. Eigentlich eine Verschwendung. Geh mal zum Skip und geh mal kurz ins Skip rein oder ich hole mir mal einen Lufttank da. Okay, ja, ich sehe dich da hinten. Ich schwimme zu dir rüber, weil mein Sauerstoff jetzt ausgeht langsam. 140 Sekunden sind mir sehr viel. Knapp 2 Minuten. Ah, Munition, so. Munition. Meins. Endlich mal nachladen. So, ich hab. Okay, sitzt. Blutig unterwegs. Da ist ein Sauerstoff dann. Ein ja, Sauerstoff. Ich hab hier auch. Okay, den benutze ich jetzt auch. So, wieder voll. Randvoll. Ich glaube, wir müssen mal nach der Mission nochmal das Spiel beenden. Weil? Und da mal gerade schnell einen Neustart machen. Vielleicht haben wir vielleicht beide wieder bessere Frames. Kann auch sein. Ey, ich habe den Eingang gefunden. Ich komme gleich. Ich loot hier nur gerade die Seite aus, weil hier jede Menge Munitionsclips sind. Und Munitionsclip nehme ich gerne. Ich bin ein großer Freund von Munition. Komm mal her. So, dann sauge ich noch ein bisschen Sauerstoff raus. So, B, wo bist denn du? Da bist du. Okay, jetzt bist du auch da drinnen und ich weiß jetzt nicht, wie du reingekommen bist. Warte, ich geh mal kurz raus nochmal. Hinter dem Schiff? Bist du hinter dem Schiff? Ach ja, dahinten bist du, ich hab dich. Ah ja, okay, diese. Ich glaube, die Roanoke, da sind wir doch vorhin schon gewesen, glaube ich. So am Anfang gewesen, oder? Ja, am Anfang. Das war doch dieses Schiff, wo wir diesen großen. Wo wir nach dem Absturz sozusagen hingegangen sind, meine ich. Nachdem wir hergekommen sind und von Minen abgeknallt wurden. Genau. So ungefähr war das, glaube ich. Das war nur eine kurze Zusammenfassung der Geschichte, also. Oh, das ist auch eine Anzugstation. Aber eigentlich wollen wir ja zur Bank. All is lost. Passend. Es gibt auch einen Film, der All is Lost heißt. Der ist ziemlich gut. Die Bearbeitung. Bearbeitung. Snackt er sich erstmal die Anzugsstation. Ja, logisch, du hast ja irgendwie zwei Anzüge. Ich hab den EVA-Anzug, den hast du auch. Hab ich nicht. Doch, oder Rick. Das ist dein Standardanzug. Achso, ja, den EVA-Anzug habe ich, aber dann. Und den Special Forces-Anzug habe ich noch. Den hatte ich automatisch von Beginn an. Übrigens, diese Arena zur Waffenherstellung, die sieht genauso aus wie hier dieses Gebiet. Nur, dass man nirgendwo hingehen kann und dass hier nirgendwo Leitern sind. weil du gefragt hattest, was es ist. Und man kann Monster spawnen lassen, um die Waffen zu testen. Wie geil. Am besten. Wäre cool, wenn man jetzt noch einen Sucherbot herstellen könnte. Schade, kann ich nicht. Aber eine Talkstange stelle ich mal nochmal her, okay? Also, was ich machen wollte. Ich hab's vergessen, ist nicht wahr. Doch tatsächlich vergessen, was ich machen wollte. Ist egal. So. Warte mal, ich bin noch gerade. Ach verdammt, wir müssen das Ding noch zusammensetzen, genau. Hab ich schon. So, jetzt hab ich's. So, warte kurz. Nein, ich geh erstmal zur Anzugstation. Auto ist gerade. Ich geh nur zur Anzugstation, ganz entspannt. So, das war's. Wir sollten jetzt alle Teile haben, die wir brauchen. Gott sei Dank. Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und... Nein, Robert. Wir fliegen zum Planeten.
Ellie, ich weiß, dass alles so angefangen hat, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit einem ganzen Planeten voller Monster aufnehmen. Wenn nicht wir, wer dann? EarthGov gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig, die das schaffen können und das weißt du. Ellie, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast. Im Quartier des Admirals. Du sagtest abschalten und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Captain, wir müssen es versuchen. Aber eine Motorei ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Nein, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Wir können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie macht das Shuttle startklar, ich bin unterwegs. Das ist irgendwie der reinste Selbstmord, was wir jetzt machen. Ein ganzer Planeten voll von diesen Marker-Viechern. Wir müssen da hinten hin. Na, zum Skip zurück. Wir müssen jetzt... Nein. Ach so, nee, Quatsch. Die haben das Schiff... Ach, die haben das Schiff hier geparkt. Das ist aber nett von denen. Ich lande mal auf dem Schiff drauf. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Schade. Jetzt? Ach so. Da rein, oder? Ja, warte, ich bin gerade... Der macht es gerade. Ach so, Transfer, okay. Okay, nebenbei bemerkt, das Navigationsmodul ist installiert. Moment, ich bekomme keine. Ah, jetzt geht's. Und gerade noch rechtzeitig. Sieht aus, als nähere sich unser... Nur mal, jetzt müssen wir einen Punkt... Ach, da. Hier kommen wir rein. Wollen wir dann, bevor wir jetzt dann weitermachen, gleich eine Pause machen jetzt mal? Ja, können wir nochmal eine kleine Pause machen. Hier mal hier und hier nochmal eine Pause machen. Ja, genau, hier ist gut. Also dann, das war's jetzt mal für diese Folge. Ist ja nicht sehr viel passiert, aber wir sind im Vakuum wieder mal rumgesegelt ein bisschen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Genau. Tschüss.